Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Wir sind immer noch hier am Terminal. Und ich kann hier ein Holoband auswerfen, rote Gefahr, machen wir das mal. Was macht das denn? Holoband laden. Rote Gefahr. Kann ich jetzt hier eine Runde zocken? So hier wie das alte Donkey Kong. How high can you get? How low can you get? Was ist das hinten? Ist das so ein Power-Up? Power-Up! Oh ja, Power-Rüstung! Hoch! Oh mein Gott, ich kann nicht... Ich kann nicht... Nein! Springen mit dem... Mit der Power-Armor. Aber dafür konnte ich wahrscheinlich schießen. Oh nein, Leute. Oh, irgendwie ist ja gerade die Leiter nicht hochgekommen. Na egal. Wollen uns jetzt mal hier nicht so damit aufhalten. Und ja, lieber die spannenden Dinger hier lesen. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Okay, das ist hier scheinbar der Highscore von dem Spiel hier, was wir gerade gezockt haben. Bierflasche nehmen wir mit. Ist jetzt noch keine Nuka-Cola gefunden. Ist hier vielleicht eine Nuka-Cola drin? Transfer, was heißt das? Ach, ich kann hier Sachen reinlegen. Ich habe meinen Ehering noch an. Vault-Anzug. Habe ich doch an, oder? Ja. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist, First Person oder Third Person. Also ich tendiere ja zur First Person. Sicher werde ich hin und wieder vielleicht mal in der Third Person spielen, aber ich denke mal, dass ich dann hauptsächlich doch zur First Person tendiere. Ja, da gehe ich mal lieber nicht lang, da liegt schon so eine Küchenschabe rum. Die hat es schon erwischt. Alter, schlag zu! Nicht das Geländer schlagen. Ich bin ja ganz schön fit dafür, dass ich 100 Jahre oder ich weiß gar nicht wie lange, aber dafür, dass ich auf jeden Fall eine ganze Zeit lang geschlafen habe. Oh mein Gott, der sieht ja aber schon nicht mehr so frisch aus. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Vor allen Dingen sieht es so aus, als wäre das Ganze hier schon eine ganze Weile schief gelaufen. Abgenutztes Klemmbrett. Achso, ich dachte, da wäre eine Nachricht drauf. Oder kann ich das vielleicht hier irgendwo... wo ist denn mein Inventar? Okay, mit R1 schlägt er auch. Und mit R2 auch. Mit Dreieck springt man. Okay. Ah, die scheiß Viecher infizieren, also geben einem radioaktive Strahlung auch noch, wenn sie einen treffen. Ist das alles, was noch übrig ist? Ja, sieht doch so noch relativ vollständig aus, abgesehen von dem ganzen Fleisch. Oh, Stimpex. Stimpex stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her, heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Oh, eine Waffe! Ausgerüstet. Drücke Steuerkreuz, um deinen favoritmarkierten Gegenstand anzusehen. Stimpex ist unten. Pistole rechts. Drücke X, um ihn zu benutzen. Heißt das, dass er sich das dann direkt reinjagt oder dass er es erstmal rausholt? Ich will jetzt hier nicht direkt ein Stimpack verschwenden. Na, das sehen wir ja vielleicht später noch. Ist hier noch irgendwas auf dem Computer? Aufseher-Terminal? Ist das vielleicht der Aufseher, der da liegt? Der schlimme Finger? Vault 111, Anweisungen für den Aufseher. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für den Aufseher. Das ist doch immer schreien, oder? Wenn man so laut, wenn man so
große Buchstaben schreibt. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkungen des Scheintodes, das haben wir schon gelesen. Vorstöße, das haben wir schon gelesen. Aber das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Das ist doch schön. Hier werden wahrscheinlich wieder die gleichen Sachen drin sein. Das haben wir alles schon gelesen. Aufseher Logbuch haben wir noch nicht gelesen. Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar weniger Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tech-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden, das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen zu sehen. Ja, das war klasse hier, die Zukunft, dass meine Frau erschossen wurde und so. Es ist passiert, wir hatten Glück. Haben wir das nicht eben schon gehabt? Dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Ja, nee, ich hab's direkt von Anfang an in Frage gestellt. Kam das so komisch vor. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit der Kapsel C3, das Subjekt schien Herzrasen zu haben, nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Vault-Techs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Ey Leute, ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich die ganzen Scheiß hier vorlese. Ihr könnt das ja auch vorspulen, wenn ihr wollt. Aber ich will hier wirklich komplett alles aufsaugen, was diese Welt uns zu bieten hat. Und diese Texte, die haben nun mal viel Inhalt. Und ihr merkt, wenn wir einfach hier durchgelaufen wären, wüssten wir eigentlich gar nicht genau, was hier abgeht. Wissen wir jetzt so auch immer noch nicht so genau, aber wir haben schon mal zumindest so einen kleinen Eindruck. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass diese Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelungen zu früh öffnen. Der ganze Sinn dieser Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen. Und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Ja, leider kam die Entwarnung scheinbar nicht. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Ja, Leute, klingt jetzt erstmal radikal, aber er hat ja so gesehen schon recht, ne? Du kannst nicht einfach rausgehen und da in die Verstrahlung reinlaufen. Hiermit können wir jetzt den Tunnel öffnen. Der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, dass sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja, Leute, ich denke, jetzt geht es raus in die offene Welt. Gucken, ob hier noch was ist, was wir abstauben können. Könnten uns auch noch ein bisschen schlafen legen.
hier noch was drin? Oh, noch eine Waffe. Jetzt haben wir schon zwei. Munition auf unserer Waffe. In den Torso. Das reicht doch wohl, oder? Annehmen. Platsch. Aber wir haben da noch einen. Direkt vor uns. Ach, ich muss das gedrückt halten. Wie funktioniert das denn hier? Torso. Auswählen. Platsch. Grünes Blut. Schieß. Wieso schießt der nicht? Auswählen. Annehmen. Fleisch. Leckeres Kakerlakenfleisch. Ja, ein Skill, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher es war. Erlaubt es einem auch, Nachladen nicht vergessen. Erlaubt es einem auch, rohes Fleisch und so weiter zu essen. Und andere komische Dinge. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht zu verschwenderisch mit der ganzen Munition gewesen. Drücke R3, um zu schleichen. Wenn du dich verbirgst, richtest du mehr Schaden bei Gegnern an. Meide Licht. Setze Nahkampfattacken ein und bewege dich langsam, um nicht entdeckt zu werden. Wie stecke ich denn meine Waffe weg? Ah, okay. Drücke R1. Okay, L1, nee, R3 war schleichen, richtig? Hat er nicht gesagt R3? Und R3 schleiche ich? Bin ich jetzt blöd? Hilfe! Steuerung. Gehen, umsehen, Pip-Boy öffnen, nachladen, springen, angreifen, ziehen, blocken, schleichen, R3. Aber das klang gerade nicht so, als würde ich schleichen. Klatsch. Hast du was dabei? Oh, Kakerlake. Klatsch. Kakerlake hat gar kein Fleisch dabei. Okay, dann können wir scheinbar mitfahren. Müssen wir hier noch schnell gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oder... Moment, von hier komme ich. Von da komme ich doch. Cool, Leute. Es sieht aus, als würden wir jetzt rauskommen. Wenn ich denn schlau genug bin, hier den Knopf zu drücken. Vault-Türsteuerung. Zur Aktivierung der Vault-Tür-Zyklus-Sequenz wird ein Pip-Boy benötigt. Schönen Tag noch. Okay, wir müssen also scheinbar erst einen Pip-Boy finden. Bin ich denn blind, Leute? Hier unten ist doch, wird doch kein Pip-Boy sein, oder? Wer könnte denn einen Pip-Boy haben? Entweder einer vom Militär oder so? Ach, da liegt der, aber ich bin so blind, Leute. Pip-Boy nehmen. Leute, ich bin so blind. Schon leicht verstaubt. 64.000 RAM. Mit R2 und L2 wechselst du den Reiter.
Mit Steuerkreuz wechselst du die Bereiche. Drücke Kreis, um den Pip-Boy zu verlassen. Um auf ihn zuzugreifen, drücke auch Kreis, okay? Okay, diverses und dann Schrott. Mods, Munition. Ehering. Ja, was haben wir noch? Stats, meine Beine sind ein bisschen angegriffen von den Kakerlaken. Gibt's sonst noch was Interessantes zu sehen? Zeitreisen für Anfänger, das ist meine Quest. Kann ich da noch irgendwelche... Während meines Kälteschlafs in Vault 111 bin ich gerade lange genug aufgewacht, um die Ermordung meiner Frau und der Enthüllung meines kleinen Sohns mitzuerleben. Enthüllung. Ich muss aus Vault 111 entkommen und nach Hause gelangen. Ich muss das alles erst einmal verarbeiten. Ja, zu Hause wirst du deinen Sohn, glaube ich, nicht finden. Karten. Kann ich auch irgendwie zoomen? Aktivierung umschalten. Ah, okay, da kann ich dann die Quest quasi auswählen. Okay, dann haben wir hier noch ein Radio. Wie funktioniert das? Tut sich nichts. Er dreht auch gar nicht am Knöpfchen. Naja, egal. Schauen wir uns später nochmal an, eventuell. Drücken wir ja nochmal aufs Knöpfchen. Wort-Türregelungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. Was ist das denn für ein Ding? Das wäre so ein Fahrzeug, was uns rausbringt, aber es scheint so eine Art riesengroßer Schraubenzieher zu sein. Das Tageslicht. Durchgehen. In alle Ecken gucken, dass ich auch nichts vergesse. Ja, dann wollen wir mal nach Hause gucken, was da Sache ist. Das war ja nicht so weit entfernt. Nee, eigentlich bin ich recht zufrieden. Denke ich mal, mit der Skillung bin ich mir jetzt nicht sicher. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Ja, blieb mir ja nichts anderes übrig, ne? Die Menschen, die sich einen Platz in Vault 111 gesichert hatten, hatten keinen Schimmer, dass sie in einen Kälteschlaf versetzt werden würden. Tatsächlich waren fast alle Vaults geheime soziale Experimente von Vault-Tec. Ja, das habe ich euch eben schon erzählt. Dass der Mensch da studiert werden sollte. Luft. Luft. Ja. Sieht alles ganz schön abgefuckt aus, wa? Aber der Kran, der steht noch. Können wir hier ein bisschen Bagger fahren? Wieso ist der Bagger denn so gut erhalten? Oder Kran oder was auch immer.
Prepare for the future. Bereite dich auf die Zukunft vor. Ja, die Zukunft kam dann doch schneller als gedacht, ne? Da liegen unsere alten Nachbarn. Na, die habe ich eh noch nie gemocht. Die haben sich immer beschwert, wenn ich so laut geschrien habe, wenn ich mal wieder im Multiplayer bei irgendwelchen Spielen zu laut rumgebrüllt habe. Gut, dass sie weg sind. Jetzt haben wir wenigstens... Können wir jetzt so laut sein, wie wir wollen. Haben wir hier nicht irgendwo gewohnt? Ach, da. Mr. Cotsworth, du lebst ja noch. Du bist es wirklich. Hat er mich vorher auch schon geduzt? Ich dachte, wir wären hier noch beim Sie. Alle sind tot. Was ist passiert? Erstmal. Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Ja, ich gehe davon aus, Sie haben sie getötet, ne? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese... schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser Gewässer. Erzählt er mir jetzt einen Witz? Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Nein, ich würde auch gerne wissen, wo er ist. Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen. Oh, er ist so doof, ne? Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Ich hab dir doch gerade erzählt, dass meine Frau tot ist. Und die Parkers auch. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Ja, 200 Jahre, Leute. Ich hab's schon, mir schon fast gedacht. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrichtet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal enthalten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch noch zu überlassen. Ist das das Gelbe oder was jetzt? Ach so, wie schwer es ist, jemanden zu überreden? Ah, da stand's. Mist, ich hab's nicht gelesen. Sind wir mit den Gedanken ja, versuchen wir es mal. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Erfolg. Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rostpolieren? Vielleicht fährt es ja noch, das wäre cool. Ja, bleib bei mir. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Zuerst sagt er dachte, alle sind tot und beziehungsweise jetzt sagt er,
Er dachte, alle wären tot. Und vor 2 Minuten sagte er, meine Frau ist bestimmt zu den Nachbarn gegangen. Was denn jetzt? Ja, danke. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Ja, ist denn hier was Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Mach mal. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Der kleine Killer-Roboter. Ich hätte eigentlich mal gerne ins Haus geguckt. Was es da so zu sehen gibt, wie Cotsworth es so instand gehalten hat. Okay, scheinbar hält er eh hier an. Er patrouilliert vielleicht hier auch nur so ein bisschen rum. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Was ist da los? Cotsworth! Oh Gott, er zündet alles an! Kakerlaken! Boah, er tötet alles. Knusprig. Ach, sind Fliegen gewesen. Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Cotsworth, ich muss plündern. Warte doch, lauf nicht so schnell. Ja, egal, wir haben bestimmt nachher noch genug Zeit zum Plündern. Wo ist meine Waffe? Ui. Kommt her, ihr Scheißfliegen. Oh, Cotsworth. Zünde mich nicht an. Gott, ich habe ganz schön Schaden genommen. Sir, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort. Geht das Waschbecken noch? Nein. Ich muss mich irgendwo heilen. Ach, ich habe auch jetzt direkt... Ich denke mal, unten dieses kleine rote Pünktchen an meinem Energiebalken ist so ein Strahlungsmalus, den ich habe. Cotsworth. Sir, Ihre Frau. Sean ist da draußen. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord, ja, das ist doch diese Stadt, wo auch die anderen Leute herkamen, oder? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Ja, hoffen wir mal, dass das keine Raider sind, sondern Leute, die uns freundlich gesonnen sind. Ich fühle mich jetzt im Moment nämlich noch nicht so gewappnet, hier große Gefechte auszutragen. Ich habe ja schon Probleme mit den örtlichen Fliegen. Riesenfliegen. Ah, nimm den ganzen Brotkasten mit einfach. Ich will eigentlich eher gucken, ob da vielleicht noch Brot drin ist. Also dafür, dass du jetzt 200 Jahre lang nichts zu tun hattest, sieht's hier aber nicht so ordentlich aus, Cotsworth. Seans Holzblock. Nehmen wir das mal mit. Vielleicht finden wir ihn ja relativ schnell in der Geschichte. Ich glaube zwar nicht, das wird wahrscheinlich unsere Hauptmission sein, die uns wahrscheinlich jetzt erstmal einige Stunden beschäftigt. Aber vielleicht finden wir ja andere Kinder, denen wir vielleicht Spielzeug schenken können. Und sie vielleicht so quasi freundlich stimmen. Vielleicht können wir ihnen ein paar Informationen entlocken. Nuka-Cola, die erste Nuka-Cola.
Kaugummi. Schauen wir mal gerade ins Inventar. Nein. Nein. Wo war denn das Inventar? Da. Mhm. Ich wollte gucken, was ich so an Nahrung habe. Ja, Mensch. Ich bin zu doof. Hilfsmittel dann wahrscheinlich, oder? Hilfsmittel. Ah ja, da kann ich sehen, wie viel Verstrahlung ich dadurch bekomme. Machen wir erstmal so. Und gucken wir uns nochmal hier dieses... Was ist es denn jetzt? Dieses Videoband an, was wir bekommen haben. Oder Tonband ist es. Ups. Nein, kleine Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Na los. Genau. Hallo, Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Ja. So lange waren wir dann doch nicht mehr gemeinsam. Ja, aber wie es weitergeht, Leute, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert mich, wenn ihr mich weiter gucken wollt. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Also macht's gut, Leute. Ciao, ciao, euer Silent.